Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Faktor, dass die Tiere vor der Betäubung ruhig sind. Dass sie nicht aufgeregt sind, weil ein ruhiges Tier lässt sich am besten betäuben. Moin Leute! Das Töten von Tieren ist ein gewaltsamer Akt, an dessen Ende schließlich ein totes Tier steht. Wie ist da Tierschutz vorhanden? Ich bin hier heute an einem industriellen Schlachthof und möchte mir den kompletten Prozess der Schlachtung hautnah anschauen. Wir haben die Kamera mit dabei und zeigen auch das Töten der Rinder. So viel dazu, los geht's. Ich treffe mich mit Marilena. Sie ist Tierschutzbeauftragte hier am Schlachthof und verantwortlich für die Einhaltung des Tierschutzes vor und während der Schlachtung. Sie begleitet mich heute durch den gesamten Schlachtprozess. Die Tiere kommen zuerst in den Wartestall des Schlachthofes. Vorher werden sie vom LKW abgeladen und laufen dann in ihre Wartebuchten. Wir haben hier die Reihen, wir haben immer 6 Tiere je Bucht. Ja. Die werden hier aufgestallt, die Tiere kommen einmal zur Ruhe und dann werden sie der Schlachtung zugeführt. Das sind jetzt die Tiere, die wir gerade abgeladen haben. Die kommen jetzt hier in der Wartebucht erstmal zur Ruhe. Die stehen circa 2 Stunden hier und dann gehen sie in die Schlachtung. Die Tiere können sich hier ausruhen, die haben da vorne einen Wasserplatz. Und warum macht ihr das, dass die noch sozusagen auf die Tötung warten müssen? Warum macht man das nicht sofort? Ich würde jetzt denken, dass das besser für die Tiere ist, wenn die einfach direkt sozusagen getötet werden. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Faktor, dass wir die Tiere noch einmal aufstellen, damit die wirklich zur Ruhe kommen. Okay. Die Tiere sind aufgeregt, die Umgebung ist neu für die. Und wenn man die hier aufstellt, dann können die sich einmal hier an das Klima gewöhnen, an die Umgebung und können einmal saufen, sich eventuell auch hinlegen, einmal ausruhen und dann gehen sie in die Betäubung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Tiere vor der Betäubung ruhig sind. Dass sie nicht aufgeregt sind, weil ein ruhiges Tier lässt sich am besten betäuben. Glaubst du, die Tiere wissen, dass sie gleich getötet werden? Doria, das kann ich dir ganz ehrlich nicht beantworten. Da müssten wir jetzt die Tiere fragen. Aber ich kann dir von mir aus sagen, nein, die wissen nicht, dass sie geschlachtet werden. Wir machen das eigentlich am Tierverhalten aus. Wie du siehst, sind die Tiere sehr entspannt, die kommen zur Ruhe. Und das kann ich dir auch gleich nochmal bei der Betäubung zeigen, dass die Tiere so ruhig da reingehen, die wissen nicht, was passiert. Okay, gut. Das schaue ich mir gerne an. Ja, gerne. Ist auch gleichzeitig die Vereinzelung. Ja. Die Tiere laufen hier einen Bogen und fädeln sich quasi selbstständig in den Treibgang ein. Aber warum laufen die jetzt einen Bogen? Ist das nicht besser, wenn die einfach gerade zulaufen? Nein, eigentlich laufen die Tiere dann ihrem Vordermann hinterher und sehen, dass er verschwindet und dann folgen sie ihm. Rinder fühlen sich wohl, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Gehen die Tiere in einem leichten Bogen, entspricht das ihrem natürlichen Kreisverhalten. Deshalb sind Teile der Treibgänge in diesem Schlachthof auch schneckenförmig angeordnet. So sehen die Tiere keine Bewegungen oder Personen und laufen ruhiger in den sogenannten Treibgang. Der Bulle, der hier steht, sieht, dass sein Vordermann auch da vorne um die Ecke verschwindet und geht dann auch automatisch hinterher. Können wir da einmal lang gehen? Wenn du das möchtest. Okay, wir machen. Ja. Und hier kannst du eigentlich sehen, wie das Tier von sich aus die Falle sieht. Okay, krass. Was ist denn wichtig hier? Also was darf hier nicht passieren? Also hier ist natürlich auch der korrekte Umgang mit den Tieren sehr, sehr wichtig. Die Tiere sollen hier ruhig getrieben werden, möglichst mit wenig Berührung auch. Ja. Was man gut machen kann, ist, dass zum Beispiel das Sichtfeld der Tiere ausnutzen. Ein Rind hat ein bestimmtes Blickfeld und wenn ich hinter ihm stehe, hat es einen toten Winkel, dann sieht es mich nicht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel seitlich an das Tier herantrete und sein Blickfeld verlasse, dann weicht es mir automatisch nach vorne aus. Wenn man das ausnutzen kann, kann man auch ohne zum Beispiel eine Treibhilfe treiben. Okay. Es ist soweit. Marilena führt mich zur Betäubung. Wie jetzt der weitere Ablauf ist,
Das lasse ich am besten Sie mal erzählen. Wir treiben die Tiere in eine sogenannte Betäubungsbox. Damit wir das Bolzenschussgerät gezielt ansetzen können, müssen wir die Rinder fest fixieren. Das heißt, wir schränken sie in ihrer Bewegung an Kopf und Körper ein. Bei einer Bolzenschussbetäubung dringt ein ca. 12 cm langer Schussbolzen in ein bestimmtes Gehirnareal ein. Das Tier verliert sofort das Bewusstsein. Der Betäuber kontrolliert direkt nach dem Schuss durch eine Augenlidreflexkontrolle die Wirkung der Betäubung. Nachdem das Tier aus der Betäubungsbox fällt, wird erneut die Betäubungswirkung kontrolliert. Dann werden die Rinder am Hinterbein angeschlungen und hochgezogen. Innerhalb von 60 Sekunden setzen unsere MitarbeiterInnen den Entblutestich. Dieser eröffnet die großen Hauptblutgefäße, die zum Herzen führen. Durch den hohen und schnellen Blutverlust setzt der Tod ein. Weitere Schlachtarbeiten finden erst dann statt, wenn die Tiere sicher nicht mehr wieder erwachen können und keine Bewegungen mehr am Tier zu erkennen sind. Wieso werden die Rinder jetzt mit Bolzenschuss betäubt? Ist das die einzige Möglichkeit? Der Bolzenschuss ist die schnellste und die sicherste Methode, einen Rind zu betäuben, ja. Und kann es auch mal vorkommen, dass das nicht richtig abläuft, dass man das falsch macht? Also das kann immer mal vorkommen, dass der Ansatz nicht korrekt war, weil das Tier sich in der Falle bewegt hat oder Ähnliches. Ja. Unsere Mitarbeiter sind aber darauf geschult, so etwas oder eine Fehlbetäubung oder eine nicht korrekt durchgeführte Betäubung sofort zu erkennen und diese auch zu korrigieren. Okay. Also ein Tier, was nicht richtig betäubt wurde, wird nicht aus der Falle rausgeschmissen. Wir gehen jetzt nochmal an einen ruhigeren Ort, an dem ich Marilena ein paar persönliche Fragen stellen möchte. Lena, wie reagierst du auf Schlachthofvideos, die jetzt vielleicht keine ganz so adäquate Praxis zeigen? Das ist eigentlich eine schwierige Frage. Wenn ich so etwas sehe, bin ich natürlich auch geschockt über sowas, ganz klar. Aber ich weiß, dass wir halt auch noch viel daran arbeiten müssen, was die Schlachtung angeht, was die Überprüfung angeht. Und wenn ich selber solche Schlachthofvideos sehe, dann bin ich eigentlich auch meistens immer direkt am nächsten Tag bei uns in der Schlachtung und überprüfe nochmal und diese Punkte, die ich dort gesehen habe. Mhm. Und ja. Wie reagiert dein Umfeld, wenn es jetzt hört, dass du im Schlachthof arbeitest? Also erstmal muss ich eigentlich ganz genau erklären, was ich überhaupt am Schlachthof mache, was ein Tierschutzbeauftragter macht. Viele stellen sich dann mich mit einem Messer vor, das ist aber ja nicht so. Ich habe ja eher die Überwachung des Tierschutzes. Und schlecht findet es keiner, auch gerade Tierschutz. Tierschutz ist etwas, was jeden interessiert und was auch sehr, sehr wichtig ist auf dem Schlachthof. Und wenn man das ganz klar erklärt, was man da macht, und dann ist das auch für alle in Ordnung. Und eigentlich habe ich da eher positiven Zuspruch als negativen Zuspruch. Mhm. Ich habe heute viel erlebt und muss diese Eindrücke natürlich erstmal sacken lassen. Ich glaube, dass wir alle wollen, dass die Tiere, dessen Fleisch wir essen, gut behandelt wurden. Umso wichtiger ist es doch, dass diese Tiere tierschutzkonform und auch human getötet werden. Ich möchte mich für die Eindrücke hier heute am Schlachthof noch einmal bedanken. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, wie viel Tierschutz hier in einem so großen Schlachthof etabliert ist. Wie waren eure Eindrücke dazu? Schreibt mir das mal in die Kommentare und abonniert Landschaftwerte. Bis zum nächsten Mal.